Starten wir pünktlich, würde ich sagen. On time. Ja, ganz herzlich willkommen bei uns an der Berner Fachhochschule, an der Business School hier in Marzilli, gleich neben der schönen Aare. Leider heute ein bisschen verregnet, aber sonst eigentlich sehr ein angenehmer Ort. Ein Ort, um zu forschen, zu denken, zu arbeiten und eben natürlich auch zu unterrichten. Und das ist der Anlass von heute. Wir werden eine Public Lecture hören. Mein Name ist Matthias Stürmer, ich bin Leiter des Instituts Public Sector Transformation und ich habe die Ehre, eben seit letzten September bei unserem Institut Christian Geiger zu haben. Er ist jetzt Professor hier am Institut und hat da verschiedene Aufgaben schon übernommen, ist also schon quasi über ein halbes Jahr sehr aktiv in Betrieb tätig. Man könnte schon fast sagen, hit the ground running. So wirklich, er kam gleich mit ersten Forschungsprojekten zu uns und hatte da wirklich einen tollen Start. Ich konnte jetzt auch schon in den letzten Monaten intensiv mit ihm zusammenarbeiten, in verschiedenen Projekten, in der Lehre, in den Forschungsprojekten, in Anträgen und allem Möglichen. Es macht wirklich Spaß, ihn endlich hier zu haben, weil eigentlich kennen wir uns schon lange. Wir haben so ungefähr gleichzeitig doktoriert und haben dort uns auch an den gewissen einschlägigen Konferenzen und weiteren Stationen getroffen. Das war 2006 bis 2009 hast du an der Zeppelin-Universität doktoriert, bei Jörn von Lucke, und hast in dem Sinn dort eben auch zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das Open Government Data Thema, dein Doktorat abgeschlossen. Ist wirklich auch einer der führenden Leute in der Schweiz, die zu dem publiziert haben. Das ist toll, dass du jetzt heute da bist. Danach warst du einige Jahre in Ulm, in der Stadt Ulm, zu Grundsatzfragen, Ulm 2.0. Genau. Und warst dann aber vor allem, und das kennt man dich vielleicht aus dieser ganzen Public Sector Szene, als Chief Digital Officer der Stadt St. Gallen, lange Zeit tätig, von 2017 bis 2023. Und es ist eben lustig, ich unterrichte auch immer manchmal so Themen wie Smart City beispielsweise, und dann habe ich immer zitiert, St. Gallen war die erste Stadt, die einen Chief Digital Officer hatte, eben das war der Christian Geiger und so. Aber dass der mal zu uns kommt, das hätte ich mir so nicht, natürlich nicht ausgemalt. Umso freudiger war natürlich dann, dass du bei uns ja gestartet hast. Du warst dann eben auch lange Zeit noch in dem Smart City Hub tätig, ein Verein, der sich eben über die Digitalisierung der Schweiz kümmert und vor allem auch, und das ist jetzt auch besonders spannend, in der digitalen Verwaltung Schweiz, in diesem operativen Führungsgremium, das ja auch zwischen Kantonen und dem Bund die ganze Digitalisierung weiterbringen soll. Und das ist ja auch letztlich deine Mission hier. Wir haben hier ein sehr spannendes, sage ich mal, Potenzial, Dinge zu verändern. Aber es braucht eben gewisse Anstrengungen, wie wir es schon an gewissen Orten festgestellt haben. Transformation in Echtzeit, Status quo und Zukunft der digitalen Verwaltung. Begrüßen Sie doch ganz herzlich Christian Geiger hier bei uns. Ja, danke dir recht herzlich, Matthias, für die Worte. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal in Wien gesehen zum Thema Open Data. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, ich weiß es noch. Das war auf einer großen Tagung mit Brigitte Lutz und auch André Gollier, das ist auch ein guter Kollege im Bereich Open Data, die wir uns wahrscheinlich mit am längsten kennen, seit 2009 etwa. Aber hier sitzen ganz viele Weggefährten, das freut mich extrem. Eigentlich sollte ich jetzt schon dringend mit dem Vortrag anfangen, aber nee, ich wollte es einfach mal sagen, es freut mich, dass Sie und vor allem auch ihr da seid. Weil ja auch Benny als Geschäftsführer vom Smart City Hub beispielsweise, der Urs Meuli im Unruhestand, früher im BFE. Das ist immer das Risiko, wenn man anfängt, Leute zu zitieren, dass man dann das durchhalten muss. Das mache ich jetzt nicht so weiter. Ich sage aber auch Kollegen früher aus St. Gallen, die mittlerweile fast gleichzeitig nach Bern gekommen sind, an die Uni Bern. Ich freue mich extrem, dass ich hier sein darf, weil die BFH für mich immer das Bindeglied auch zwischen Wissenschaft und auch praktische Anwendung ist. Als ich dann jetzt hier verschiedene Leute habe reinkommen sehen, habe ich mir gedacht, Mensch, im Vortrag,
Das hätte ich noch mit reinnehmen können. Das Thema Smart City ist immer so allumfänglich, dass man dann das Risiko läuft, bestimmte Themen zu vergessen. Also ich gehe jetzt nicht explizit auf die Partizipation ein, ich gehe nicht explizit auf Smart City ein, sondern schaue so ein bisschen aus Kundensicht eigentlich, wo sich insgesamt das Thema digitale Verwaltung in der Schweiz hinbewegt. Manchmal auch ein bisschen über die Schweiz hinaus, das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Ich freue mich, jetzt zum Thema Verwaltung was sagen zu dürfen. Ich bin ja ausgebildeter Politik- und Verwaltungswissenschaftler, etwas, was es so jetzt im Master für digitale Themen in der Schweiz noch nicht gibt, aber auch daran arbeiten wir. Und ja, wie nehmen wir denn Verwaltung wahr? Wie nehmen wir denn hier die Schweizer Verwaltung wahr? Ich habe mal vom Henning Lühr, manche von euch kennen ihn vielleicht, er war in Bremen, war er Senator, Beispiele mitgebracht, wie man sehr oft die Verwaltung wahrnimmt, nämlich nicht unbedingt digital und innovativ. Also er hat mal eher als Karikatur dann aufbereitet, welche verschiedenen Aktenordner es eigentlich gibt, auf der linken Seite. Oder auf der rechten Seite die Farbe der Stifte, die dann über den Status etwas aussagt. Also wo dann ein Chef mit Rot unterschreibt, wo ein Sachbearbeiter mit Blau unterschreibt, wo ein Abteilungsleiter mit Schwarz unterschreibt. Das sind Sachen, über die sich eine Wissenschaft gar keine Gedanken macht, wenn man irgendwelche digitalen Produkte entwickelt. Ne? Aber ich glaube, wir sollten nicht so in die Vergangenheit schauen, wir sollten eher in die Gegenwart, in die Zukunft schauen. Und ja, warum soll sich eigentlich Verwaltung verändern? Sie steht vor extremen Herausforderungen. Die Umwelt wird immer komplexer. Wir haben demografischen Wandel, es werden immer internationaler, aber gleichzeitig schauen wir immer stärker hier lokal, hier in Bern auf Bern, in Zürich auf Zürich, in Basel auf Basel. Wir haben Veränderungen im Klima, im sozialen Gefüge. Das sind mal so die externen Faktoren. Wir haben aber auch innerhalb der Verwaltung extreme Veränderungen. Sei es, dass wir im Wettbewerb zu anderen Verwaltungen stehen. Das würde jetzt nicht jeder Kollege oder frühere Kollege, jede Kollegin unterschreiben, aber es geht schon darum auch, dass man sagt, okay, wie läuft es denn jetzt in einer anderen Stadt, wie läuft es in einem anderen Kanton, wo steht die Schweiz im internationalen Wettbewerb? Wir haben teilweise das Thema Angst vor Veränderungen. Es geht dann manchmal um Bewahren, aber das ist auch ein Vorteil, weil Verwaltung muss nicht immer radikal innovativ sein. Es geht eigentlich um eine vorsichtige Weiterentwicklung. Es geht um klassische Verwaltungsmodernisierung. Es geht um eine Wettbewerbsfähigkeit, wenn man auf dem Weg ist, praktisch Fachkompetenz in die Verwaltung zu holen. Und wir haben verschiedene Ansätze, wie wir mit diesen Herausforderungen auch umgehen können. Also wir müssen innovativer werden, wir müssen partizipativer werden, also die Beteiligung großschreiben. Und wir müssen auch digitaler werden und dabei das ganze Konstrukt Verwaltung als Organisation auch mitnehmen. Das ist der Fokus, mit dem ich heute auch, ich habe ja die Professur für das Thema Digital Government, Innovation und Transformation, mit dem ich heute auch mit dieser Brille auf die Verwaltung schaue. Und das Ziel muss dann eigentlich sein, dass man sagt, Mensch, wir als Verwaltung, wir werden resilienter, also wir werden widerstandskräftiger. Uns kann so schnell nichts aus der Bahn werfen. Das sollte man sich als Mensch auch überlegen, wie man das hinkriegt, dass einen so schnell etwas nicht aus der Bahn werfen kann. Dann hat man mal Stress, aber man sorgt auch wieder dafür, dass die Work-Life-Balance stimmt. Wir sollten nachhaltiger als Verwaltung agieren, sozial, ökologisch, ökonomisch, und wir sollten die Transformation gestalten. Und das sind die drei Fragen, die uns eigentlich heute die ganze Public Lecture über entsprechend begleiten werden. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und wie schaffen wir das eigentlich? Wenn wir jetzt schauen, die Schweiz, ich habe jetzt nicht geschaut, ob der Maßstab stimmt, aber ich habe sie mal grob verortet mit dem Punkt. Dann ist es so, dass die Verwaltung im Grunde gar nicht so schlecht bewertet wird von der Bevölkerung. Heute Mittag ein Gespräch mit der Chefin im Department W und sagt sie, Mensch, wir haben doch aber eine gute Verwaltung. Ja, also für eine Verwaltung sind wir wirklich gut unterwegs. Ne? Aber es gibt immer noch Luft nach oben, wir dürfen uns nicht ausruhen, wir müssen weitermachen, wir müssen, wie gesagt, moderner und innovativer werden. Die meisten
Bürgerinnen und Bürger sind zufrieden mit den Leistungen. Wir haben entsprechend auch Zeitersparnis bei digitalen Leistungen und auch jeder zweite Befragte möchte gerne Reisepässe, Personalausweise online anfordern. Also die Bereitschaft, digitale Leistungen zu nutzen, ist da. Das ist ja schon mal gut. Wir haben auch, das sieht man jetzt lustigerweise, das war das gleiche Jahr, wie auch die Abstimmung zum Thema eID gemacht wurde, dass die Bevölkerung aber auch sagt, die Leistungen von der Verwaltung, die hätte ich liebend gerne wirklich auch vom Staat, die hätte ich als staatliche Leistungen, weniger jetzt durch private Akteure. Und die Mehrheit möchte auch einheitliche nationale Lösungen. Das widerspricht so ein bisschen der Logik, dass jeder Kanton, jede Stadt etwas für sich baut. Weil der Bevölkerung ist es eigentlich egal, von wo diese Leistungen kommen. Da ist nicht dieser Wettbewerb da. Sehr viele in der Verwaltung sind durchaus dafür, auch entsprechende Leistungen anzupassen. Die meisten sind bereit, Arbeitsweisen auch zu ändern. Also wir haben im Grunde ein sehr positives Bild. Agiles Arbeiten ist auch angekommen. Also so schlecht ist es nicht. Die Mehrwerte sind unbestritten. Das ist jetzt eine andere Studie. Das ist der E-Government Monitor. Der vergleicht Deutschland, Österreich, die Schweiz miteinander, wo auch eine Mehrheit sagt, Mensch, Behördendienste digital abzuwickeln, ist ein echter Vorteil. Das geht euch wahrscheinlich auch so. Und auch gleichzeitig, dass viele Leute nicht wissen, welche Leistungen werden überhaupt angeboten. Also welche digitalen Behördenleistungen kann ich denn entsprechend überhaupt online abwickeln? Ich habe mal den Test gemacht, als ich noch in St. Gallen war, dass ich, als die Schalter zu waren, Krankheitswelle, glaube ich, habe die Leute gefragt, was hätten Sie denn gerne? Ja, eine Wohnsitzbescheinigung. Gar kein Problem, können Sie online bestellen. Die nächsten gefragt, was hätten Sie denn gern? Ja, ein Betreibungsregisterauszug. Scannen Sie den QR-Code. Also wir müssen da wirklich auch an der Kommunikation nacharbeiten. Ja, also so schlecht ist die Verwaltung gar nicht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schauen wir dann mal ins Benchmarking rein. Gibt es ein EU-Benchmarking zum Thema E-Government? Wir sind gar nicht schlecht auf dem Platz 29. Im Jahr davor waren wir Platz 28. Es sind immerhin 35 Länder. Also noch viel schlimmer hinter Deutschland. Nee, aber das liegt auch daran, dass hier einfach die Verwaltung sehr gut funktioniert. Wenn ich hier etwas analog bestelle, dann habe ich es morgen sicher im Briefkasten. Ne? Das ist in anderen Ländern nicht so. Das ist aber trotzdem keine Entschuldigung dafür, dass wir im Ranking auch besser werden sollten. Und was machen die in diesem Ranking eigentlich? Sie schauen sich an, sie machen sogenanntes Mystery Shopping, sie schauen sich an, wenn ich zur Bevölkerung gehören würde, wie einfach komme ich denn an Leistungen ran? Wie gut werde ich informiert? Kann ich bezahlen? Kann ich mich identifizieren? Da seht ihr, Identifikation heute nicht möglich. Das wirft uns direkt schon mal zurück. Und das heißt, wir müssen wirklich in diesem Bereich der Digitalisierung der digitalen Leistungen besser werden. Wo wir jetzt schon wissen, dass wir nicht so gut abschneiden werden, ist das Thema digitale Inklusion. Das ist ein Thema, das lief dieses Jahr mal als Testindikator mit, wurde nicht veröffentlicht. Da müssen wir ziemlich nachlegen noch, aber die Inklusionsthemen liegen auch am Institut, da sind wir sehr engagiert und da werden wir sicherlich auch was machen. Amir nickt. Die ADIS-Initiative, alle, die am Thema digitale Inklusion interessiert sind, dürfen nachher auch auf Amir zugehen. Da ein bisschen Werbung für das Thema. Interessant ist, weil wenn sich so eine EU anschaut, welche digitalen Leistungen sind eigentlich wie gut, dann machen sie das so, dass sie sogenannte Leistungsbündel machen. Sie sagen, wir haben beispielsweise das Thema Umzug. Unter Umzug habe ich dann 8 oder 9 verschiedene Leistungen, die in dieses Leistungsbündel reingehen. Da schaue ich mir jede einzelne Leistung an, wie gut ist denn die digitalisiert? Und das war auch das richtige Stichwort. Wir haben nämlich früher immer darauf geschaut, habe ich sie digital oder habe ich sie nicht digital? Mittlerweile geht es eigentlich eher darum, wie gut ist sie digital? Also
Identifikation bezahlen? Kann ich zwischendrin abspeichern? Kann ich irgendwelche zusätzlichen Sachen hochladen? Weiß ich, was mit meinen Daten passiert? Das haben wir noch so ein bisschen außer Acht gelassen. Da können wir nachlegen. Und das wurde eben für verschiedenste Live-Events gemacht, für 9 verschiedene Live-Events. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben in dem Fall einen gewissen strukturellen Nachteil. Wenn ich eine Leistung, wie zum Beispiel den E-Umzug anbiete, dann habe ich den einmal national. Wenn ich es auf kantonaler Ebene geregelt habe, dann habe ich ihn 26 Mal. Wenn ich es auf Gemeindeebene habe, dann habe ich ihn 2148 Mal. Das macht es den Mystery-Shoppern schwer. Und das macht es aber natürlich auch der Bevölkerung schwer zu wissen, Mensch, wo komme ich eigentlich zu meinen Diensten? Wo komme ich zu meinen digitalen Behördenleistungen? Es ist nicht nur der Föderalismus. Ich bin explizit Föderalismus-Fan, weil man kann auch in einer Gemeinde was ausprobieren, in der anderen kann man was anderes ausprobieren. Man kann Innovation betreiben. Und ja, ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, was ist denn so herausfordernd? Natürlich der Föderalismus. Wie finde ich gemeinsame Ziele? Ich habe eine gewisse Finanzaufgabenverflechtung. Also wer ist denn finanziell auch zuständig, wenn ich eine Leistung habe, wo jetzt Kanton, wo Gemeinden dran sind, wo der Bund dran ist? Ich habe das ganze Thema, dass ich sehr häufig kein zentrales Monitoring und Controlling von Leistungen habe. Das ist eigentlich der schlimmste Faktor, aber das ist der, mit dem wir uns auch in der Fachgruppe sehr häufig auseinandersetzen, eigentlich der links unten. Auch das Personelle, also auch ich habe auch gewisse Befindlichkeiten, also dass ich sage, ja, das hat jetzt vielleicht die Gemeinde XY erfunden und nicht meine Gemeinde und darum kann ich es nicht einsetzen oder der andere Kanton und darum kann ich es nicht einsetzen. Und deswegen nutzen wir eigentlich diese technische Skalierung nicht so, wie wir es teilweise könnten. Teilweise fehlendes Know-how. Ich habe Freiheiten bezüglich der Umsetzung. Ja, was darf der Staat, was dürfen Private? Ein SBB, der wird sicherlich viel stärker auf die Finger geschaut, als es privaten Anbietern im Bereich Mobilität gemacht wird, wenn es um Datenschutz geht, wenn es um Leistungserstellung geht. Das sind sehr große Herausforderungen. Das ganze Thema Finanzen, ich habe einfach nicht die finanziellen Fähigkeiten, wie es in der Privatwirtschaft ist. Und ein sehr wichtiger Gedanke, wir handeln natürlich als Staat, als öffentlicher Sektor, das heißt, wir haben als öffentlicher Sektor eine andere Aufgabe und andere Ziele, ich sage liebevoll immer eine andere Währung, als es der private Sektor hat. Weil wirklich das Thema Public Value eigentlich im Vordergrund steht, nicht die Gewinnmaximierung. Ja, was wäre denn, wenn wir ein bisschen anders organisiert wären? Also was wäre, wenn Tesla die Verwaltung organisieren würde? Ja, dann wäre die Umsetzung bestimmter Dienstleistungen für 2024 versprochen und sie wäre dann vielleicht erst 4 Jahre später da, ne? Weil ob das jetzt 4 Jahre schneller oder weniger schnell geht, ist so eine Sache. Ja, statt benötigten 600 Leistungen werden vielleicht auch nur 5 angeboten. Wir haben es vorhin schon gehört, wir haben da halt 5 Automodelle im Moment gerade. Eine öffentliche Verwaltung hat 600 Leistungen und die teilweise, ja, auf Gemeindeebene, die können wir multiplizieren, auf kantonaler Ebene können wir es multiplizieren. Also wir haben extrem viel mehr Aufwand. Und natürlich, ja, alle anderen Länder nutzen analoge Pässe. Tesla würde einfach sagen, es gibt es halt nur noch digital. Wir müssen aber als Verwaltung natürlich 100% der Bevölkerung zufriedenstellen. Ja, machen wir doch das Uber-Prinzip. Machen wir nicht Tesla, sondern machen wir Uber, die auch keine eigenen Autos haben. Also jede Privatperson kann einfach einen Pass ausstellen. Klappt leider auch nicht. Arbeitsverhältnisse sind gegebenenfalls prekär. Also ihr seht, es funktioniert auch nicht. Leistungserstellung, ja, wenn es halt nicht funktioniert, dann geht es halt nicht. Ne? Auch Pech gehabt. Also der Staat steht für Kontinuität, der steht auch für Sicherheit. Das ist immer wieder auch ein gewisser Konflikt. Innovation versus Kontinuität. Und natürlich das ganze Thema Werbeflyer liegen in anderen Rathäusern aus, weil, ja, wenn du hier keinen Pass bestellen willst, dann geh doch einfach nach Zürich. Ja, machen wir es einfach wie Amazon. Da kann ich dann über Alexa meine Wohnsitzbescheinigung, weil ich suche ja länger in Zürich beispielsweise eine Wohnung, die kann ich dann im Abo-Modell bekommen.
vielleicht dann auch günstiger, wenn ich sie dann 2-3 Monate bestelle. Ich lasse mich automatisch vielleicht scheiden oder bekomme die Scheidungspapiere, weil 44% aller Ehen werden geschieden. Also macht es doch eigentlich Sinn, gewisses Data Mining zu machen. Ne? Also können wir mit der Swiss Data Alliance mal reden, ob sie da supportet. Ne? Und dann fragen, ja, bist du gerade interessiert an dem Angebot? Wenn du heute unterschreibst für die Scheidung, dann gibt es 80% Rabatt. Bescheinigungen würden, das ist interessant, sie verschicken bestimmte Sachen, bevor sie eigentlich gebraucht werden, bestellt werden, haben sie in Lagerhäusern. Also wir würden einfach mal auf Halde produzieren, ne? Macht auch keinen Start. Und das ganze Thema, der Versandstatus ist transparent. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Das würde man nämlich auch im EU-Benchmarking wiederfinden. Jetzt ist es aber so, wir denken teilweise einfach unterschiedlich. Wenn wir uns das Thema analoge Leistungen anschauen, ist es klar, wir haben früher mit Schallplatten gearbeitet, Musik gehört. Schön, ist haptisch schön, macht Spaß. Irgendwann kamen dann die CDs, also digitalisiert. Irgendwann kamen dann MP3s, das heißt, das Geschäftsmodell hat sich ein bisschen geändert. Der Prozess der Kaufabwicklung hat sich geändert bei den CDs. Aber bei einer digitalen Transformation ist es eigentlich noch ein bisschen radikaler. Da hat man vielleicht zum Beispiel ein Spotify, wo einfach Prozess anders ist, Produkt was anders ist. Ich höre halt noch Musik, ne? Aber es hat mit dem davor nichts zu tun. Das haben wir beim Start so nicht. Ja, es kommt also darauf an, die richtigen Projekte zu machen, die richtigen Dienstleistungen zu machen, zu modernisieren. Dazu brauche ich eine Strategie, die haben wir hier in der Schweiz. Wir haben nicht nur eine Strategie, wir haben ganz viele Strategien. Das ist auch gut, wenn sie sich nicht widersprechen. Aber ich glaube, wir haben mit der digitalen Verwaltung Schweiz was geschafft, was hervorragend ist, weil einfach sämtliche Gemeinwesen da einbezogen sind und die Strategien eigentlich auch mehr oder weniger aufeinander abgestimmt sind. Es hat eine Strategie Digitale Schweiz von der Bundeskanzlei. Es hat eine Strategie eigentlich zur digitalen Verwaltung Schweiz von der DVS. Es hat kantonale Digitalisierungsstrategien, die auch die anderen Strategien berücksichtigen. Wir haben teilweise dann auch noch Gemeinde- und städtische Strategien. Das heißt also, eigentlich haben wir da einen ganz guten Plan. Das ist auch wesentlich besser als das, was manche größeren Bundesländer im Norden machen. Entschuldigung für den Vergleich. Wir haben Schwerpunkte darin definiert. Die gehen ganz ursprünglich zurück auf die Tallinn-Prinzipien. Wir haben eine sehr starke Fokussierung auf das Thema Daten. Wir haben eine starke Fokussierung darauf, bestimmte Daten auch nur einmal zu erheben, dass man nur einmal den Namen angeben muss, dass man dann entsprechend die Leistungen bestellen kann. Wir haben eine Fokussierung auf die Kerntechnologien, ohne bestimmte Produkte zu nennen. Und wir haben mit den Handlungsfeldern eigentlich die 6 wesentlichen Themengebiete, wo entsprechend auch Aktivitäten erfolgen müssen. Was haben wir denn sonst noch so? Daten als Rohstoff für digitale Dienste, für unser aller Leben, wie wir zusammenleben. Der Name ist nicht so sexy, finde ich. I14Y, das erinnert mich immer an P23R. P23R war der Prozessdatenbeschleuniger in Deutschland. I14Y heißt Interoperabilitätsplattform. Und die Zahlen sind immer die Anzahl der Buchstaben zwischen dem ersten und dem letzten. So, jetzt ist das Geheimnis um I14Y gelüftet. Es ist aber ein extrem wichtiges Projekt. Klammer auf, das mir aber bei dem Mystery Shopping nicht hilft, weil dadurch wird erstmal eine Verwaltungsleistung nicht besser. Es ist aber eine ganz wesentliche Grundlage, dass sich die Verwaltung einigt, wie bestimmte Daten beschrieben sind. Es kann vielleicht nicht jeder was mit dem Thema Metadaten anfangen. Ich muss mich aber einigen, wie man Daten strukturieren kann. Ich habe bestimmte Metadaten, hat jeder zu Hause, wenn er sich Gedanken macht, zum Beispiel über Bücher. Was für Metadaten liegen denn hinter dem Buch?
Seitenanzahl, der Name eines Herausgebers, ein Jahr, wann es verfasst worden ist. Ich habe auch bei Fotos Metadaten. Wenn ich ein Foto mache, dann habe ich vielleicht, wenn ich es mit dem Handy mache, GPS-Koordinaten dahinter. Ich habe eine Blende dahinter, ich habe eine Belichtungszeit dahinter, ich habe ein Handymodell dahinter. Also Daten zu Daten. Das hilft mir, dass ich das Gleiche beschreiben kann. Das Beispiel Covid. Da hatte man sich noch nicht geeinigt, wie welche Daten beschrieben werden. Das kam dann nach und nach und am Ende wusste man, am Ende hat man übersetzen können. Ne? Da wusste man da nicht mehr, der eine hat die Anzahl der vollen Betten gemeldet, der andere die Anzahl der leeren Betten, der nächste die Anzahl der bestätigten Infekte, der nächste die Anzahl der bestätigten Infekte mit einem sicheren Test. Also das ist was Qualitatives. Also wir haben eine Strategie, wir haben Daten, wir haben aber auch Basisinfrastrukturen, auf die wir aufbauen können. Ich habe jetzt eine Cloud, habe ich nicht mit reingepackt. Ich habe aber mitgenommen das Thema AGAF, die EID, als eine Infrastruktur auch, die sehr häufig fehlt. Also wir haben es vorhin im Benchmark gesehen. Wenn ich eine Dienstleistung haben möchte und wenn ich eine Meldebescheinigung beantragen möchte, dann brauche ich vielleicht eine Identifikation. Ich muss dem Amt sagen können, ich, Christian Philipp Geiger, geboren am 11.04.1983 im Ausland. Dann sollten die irgendwie sicherstellen können, ja, also ich bin ich und du kriegst diese Meldebescheinigung. Damit habe ich aber noch keine Dienstleistung umgesetzt. Wir haben gestern gehört vom Bert Jans, dass er gesagt hat, Mensch, das ist wie ein gedeckter Tisch. Ja, dann haben wir aber immer noch nichts zum Essen. Wir haben noch kein Gedeck drauf. Ne? Also es ist zwar nett, es ist wie eine Einladung, wo man dann hingeht zum Abendessen und setzt am gedeckten Tisch, aber man kriegt nichts zum Essen und nichts zum Trinken. Also ich brauche aber diesen Tisch, wenn ich nicht gerade picknicken will. Also von dem her, die EID, wichtige Grundlage. Wir haben das Ganze mal anders gemacht. Sie haben vorhin gehört, 600 Dienstleistungen. In St. Gallen haben wir mal die Dienstleistungen gezählt und haben geschaut, was machen wir eigentlich so als Stadt? Wir sind auf etwa 350, 400 Dienstleistungen gekommen, die beschrieben sind. Und es war schon mal wichtig, weil erst mit diesen Informationen kann man dann weiterarbeiten und die Dienstleistungen entwickeln. Die Dienstleistungen kann man zum Beispiel weiterentwickeln dann als so ein Schalter, wo man dann in einem standardisierten Format, wir haben es vorhin gehört, Daten, ne, in einem standardisierten Format sagen kann, wir haben bestimmte Dienstleistungstypen, wir haben bestimmte Lebenslagen. So wie diese Lebenslagen, die auch ein EU-Benchmark hatte, diese 9 Stück. Lebenslage Umziehen, Lebenslage Rente, Lebenslage Tod, Lebenslage Geburt, Studium, Arbeit. Das sind so die wichtigsten Lebenslagen. Und dann finden auch die Leute die Dienstleistung. Das ist das andere Problem gewesen, das ich vorhin geschildert habe. Die Leute finden die Informationen nicht. Ich kann nicht kommunizieren. Und im Idealfall einigen wir uns hier aufs gleiche Format, dass alle 2148 Gemeinden in einem ähnlichen Format die Sachen zur Verfügung stellen können. Und der Clou wäre, sie müssten sie eigentlich gar nicht alle einzeln beschreiben, weil die Bescheinigung in Bern ist das ähnliche wie in Bollige oder in Köhnitz oder in Zürich. Der Vollständigkeit halber, natürlich sind beim Thema Infrastrukturen Netze dabei, Sensornetzwerke. Haben wir beim Thema Smart City sehr oft diskutiert, wo ich dann einfach auch entsprechende Sensoren, die zum Beispiel Verkehrsströme messen kann, dahinter stellen kann. Da komme ich nachher ein bisschen drauf noch. Was ist in meinen Augen, da würde mir wahrscheinlich der Kollege widersprechen, Infrastruktur. Da geht es ja liebevoll mit dem Begriff künstliche Intelligenz um. Für mich ist es aber eine bestimmte Art, ein Tool zu verwenden. Ich brauche gut strukturierte Daten, eine künstliche Intelligenz gut einzusetzen, um beispielsweise bestimmte Auswertungen hervorragend zu machen. Mittlerweile werden auch künstliche Intelligenz eingesetzt, um Daten gut zu strukturieren. Hat der Kollege auch gemacht. Aber das ist sicherlich eines der Tools, was wir in Zukunft stärker einsetzen werden. Übrigens, das SENAI,
das Competence Network for Artificial Intelligence ist bestrebt, auch aufzuzeigen, was man mit künstlicher Intelligenz im öffentlichen Sektor machen kann. Ich würde mal drauf schauen. Es sind nur von der Bundesverwaltung 83 Projekte im Moment drauf, wo eine Bundesverwaltung ausprobiert, was man mit künstlicher Intelligenz alles machen kann. Finde ich extrem spannend. Und dann natürlich, und das ist eigentlich das, was dann bei der Bevölkerung ankommt, die klassischen Dienste. Ne? Also bis hierher sieht es die normale Bevölkerung sehr häufig nicht. Also es macht auch nichts aus, dass ich nicht in der Fußgängerzone jemand fragen kann, was ist denn eigentlich I14Y? Also ihr wisst es jetzt, ne? Aber das ist egal. Ne? Wichtig ist, dass die Sachen bei der Bevölkerung ankommen. Und da habe ich einfach mal die Beispiele jetzt aus Zürich auch rausgefischt. Sei es jetzt irgendwie ein Mängelmelder, sei es ein Mein-Konto, wo man sich einfach überlegen muss, wie kann ich denn die Leistungen so anbieten, dass die Leute sie wirklich gut nutzen können. Dass die Leistungen in anderen Städten auch verwendet werden können. Wie kann ich es einrichten, dass ein Chatbot beispielsweise gut genutzt werden kann. Der hat keine Antwort auf die Frage gegeben. Ich habe ihn gefragt, hallo, welcher Fußballverein wurde dieses Jahr Meister? Hat er nicht gewusst. Aber der weiß halt nur die Sachen, die auf der Internetseite der Stadt stehen. Oder auch, und wir haben vorhin was zum Thema EID gehört, zum gedeckten Tisch. Wir sind jetzt hier beim Tischgedeck. Also nee, wir sind eigentlich jetzt hier bei den einzelnen Speisen schon fast. Der Lärmfahrausweis, der in Appenzell Ausserrhoden elektronisch wird, wo man sagen kann, das ist eine Leistung, die auch bei den Leuten ankommt. Ja? Oder auch eine E-Vignette. Das sind Leistungen, die ankommen. Die wird immerhin 10 Millionen Mal im Jahr verkauft. Ohne, dass ich mich übrigens mit einer EID identifizieren muss. Ja? Und dann gibt es noch die Leistungen, die für die Bevölkerung und für die Verwaltung eigentlich interessant sind. Leistungen, die geschätzten Kollegen auch beispielsweise gemacht haben vom Digital Sustainability Lab für den Kanton Bern. Also wo dann auch eine WFH entsprechend Impact hat auf die kantonale Verwaltung bei der Energie- und Klimadatenplattform. Und das Schöne ist, man kriegt da Informationen als Gemeinde, als Einwohnerin einer Gemeinde angeschaut. Und da muss ich als Gemeinde gar nicht viel dazu tun, weil die kommen in einem standardisierten Format als Daten so auf diese Plattform. Ja, wir sollten an dem Heizölverbrauch in Bollige arbeiten. Ist aber vielleicht eine Motivationshilfe dann auch für eine Politik. Das heißt, wir schaffen damit natürlich Transparenz. Daten kann man wunderbar Stories erzählen. Das wird wahrscheinlich die nächste Public Lecture dann, Matthias, die Julia, die zum Thema Visualisierung dann etwas erzählen wird. Und das Ganze wird dann diskutiert, sehr häufig, in einem Thema, was auch sehr nah an der Smart City ist, wo es nicht nur um Dashboards geht, sondern wo es auch darum geht, eine physische Realität digital abzubilden. Also Gegenstände oder ganze Städte. Also bei einem digitalen Zwilling einer Stadt wird versucht, eigentlich Verkehrsströme, Menschenströme, Bauvorhaben, Unfälle, Starkregenereignisse digital abzubilden. Es kann genutzt werden, um Sachen zu erklären, aber eigentlich wollen wir nicht erklären. Es kann auch genutzt werden, um Sachen zu simulieren, um ein Forecasting zu betreiben, um vorauszuschauen und zu sagen, also wenn ihr das da so baut, dann haben alle Einwohnerinnen und Einwohner ein Problem mit dem Lärmschutz. Die Straßen werden verstopft sein, die Autobahnauffahrt wird nicht ausreichend sein, der Nachbar, der sieht nicht mehr aus seinem Haus raus und verschattet ist die Wohnung dann auch noch. Ja, dann können Sie sagen, da entstehen ja nur Probleme. Also dem Nachbar, dem es die Wohnung verschattet, der weiß es dann. Dann können Sie aber als Politik auch sagen, jetzt weiß ich, wie ich handeln kann, damit ich diese Lösung für dieses Problem entsprechend erarbeiten kann. Es ist nur in Anführungsstrichen eine digitale Abbildung der Realität.
Ja, die Städte sind auch schon dran an den Themen. Also hier ist jetzt beispielsweise ein im Bau befindliches Gebäude im 3D-Modell der Stadt Bern. Ich finde das 3D-Modell sehr hübsch. Da sieht man auch, dass es qualitative Unterschiede von den 3D-Modellen gibt. Eine ist eher rudimentär, das andere ist sehr detailliert. Also, ja, St. Gallen hat da recht viel gemacht. Das ist dann auch immer davon abhängig, natürlich, welche Ressourcen da im Geobereich unterwegs sind. Aber der Geobereich, der ist in Bezug auf Smart City ein ganz heißer Favorit dafür, dass da wirklich viele Daten in einer hohen Qualität auch so verarbeitet werden, dass man da was mitmachen kann. Zürich hat auch einen wunderschönen digitalen Zwilling. Es fängt eigentlich immer mit einem 3D-Modell an. Es fängt immer mit Daten an, es fängt immer mit einem 3D-Modell an, wo man erstmal was sieht, wo man Hausdaten sieht. Aber mit denen kann man erstmal nichts anfangen. Ne? Ist eigentlich dann interessant, wenn ich noch mehr Daten habe und damit auch wirklich Planung betreiben kann. Wenn ich Stadtplanung, Stadtentwicklung betreiben kann. Das ist übrigens ein Tool, öffentlich, kann jeder draufgehen, Hochhäuser, Stadt Zürich, und dann auch schauen, wo was projektiert ist. Ein bisschen spielen. Und das ist natürlich dann wirklich ein Mehrwert. Das ist nicht nur 3D, nettes Modell, ne, was man früher vielleicht mit Holzklötzchen gebaut hat, sondern das ist eine andere Form von Planung. Und weil es so gut ist, macht es auch die SBB schon seit Jahren. Sie planen im Baubereich, da heißt es dann, wenn es nicht mehr für die Stadt ist, ein digitaler Zwilling, das ist dann eigentlich das ganze Thema Building Information Modeling, wo es dann darum geht, dass man von einer Planung über eine Ausschreibung bis zur Umsetzung bis in den Betrieb eigentlich das Ganze, den ganzen Prozess digital abbildet. Das können noch nicht alle Städte und Kantone und der Bund. Aber deswegen ist es so wichtig, wie gesagt, nicht radikale Innovation machen, aber kontinuierlich auch in der Verwaltungsarbeit am Drücker zu bleiben und das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen sicherlich auch nach links und rechts schauen, nach außen schauen, eine internationale Zusammenarbeit suchen, weil so Bauprojekte gibt es durchaus auch grenzübergreifend, gibt es nicht nur in der Schweiz, gibt es auch in der EU. Es gibt Datenräume, die definiert werden in der EU. Es gibt sogenannte High-Value-Datasets, also hochwertige Datensätze. Das ist ein Thema. Das City-Dashboard, wie gesagt, Santander, eine der ersten Städte, die eigentlich im Bereich der Sensorik, Sensordaten, Live-Daten zum Thema Regen, zum Thema Temperaturen flächendeckend in der Stadt vergraben hat. Mittlerweile aber auch beispielsweise die Stadt Münster, aber auch die Stadt Darmstadt beispielsweise solche offenen Dashboards hat, wo man auch sehen kann, was läuft eigentlich in den Städten. Also es ist aber immer noch zu übersetzen, die Frage Visualisierung und daraus eine Handlung dann loszutreten. Immer noch eine Leistung. Wien, seit Jahren im Bereich Daten unterwegs, Smart Data Wien, die auch entsprechend Informationen zu den Sanierungsgebieten in der Stadt Wien visualisiert hat. Das kommt ja, wie gesagt, das ist jetzt immer wieder bei der Planungshilfe gewesen für die Verwaltung. Jetzt springen wir wieder in Richtung digitale Dienstleistungen. Und das ist jetzt ein Service, ich habe ihn übersetzt, weil damit bin ich wirklich nicht mehr weitergekommen. Ein Projekt in der Ukraine, das auch durch den Krieg, also das vor dem Krieg schon gestartet war, das aber durch den Krieg sehr viel Energie auch aufgenommen hat, weil ich natürlich sehr eingeschränkt bin in einer klassischen analogen Verwaltung, wo mittlerweile sehr viel digital über das DIA oder DIIA-Programm, die Lösung, entsprechend eben digitale Verwaltungsleistungen angeboten und genutzt werden. Sehr wichtig ist dabei, wenn wir uns jetzt nochmal die Leistung anschauen, ich möchte meine Meldebescheinigung, die möchte ich ja nicht nur beantragen. Also ich muss mich identifizieren, ich muss sie beantragen, ich muss vielleicht auch was unterschreiben, ich muss auch was zurückspielen wieder in Richtung Verwaltung, ich brauche einen Zustellkanal.
Ich brauche das nicht nur für die Bevölkerung, ich brauche das auch für Unternehmen. Ich brauche das für juristische Personen. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, auch bei der Stadt St. Gallen damals, zum Thema Zustellung. Der war Leiter vom Betreibungsamt. Er hat gesagt, du, wir haben Leute, die müssen fast jeden Tag kommen und, Briefe zum Thema Betreibung abholen. Die sagen richtigerweise immer, wann soll ich denn arbeiten gehen, wenn ich nur zu den Öffnungszeiten die Briefe abholen kann. Also ich muss mir doch als Staat auch überlegen, kann ich das nicht anders lösen, dass ich rechtssicher zustelle, rechtssicher in Interaktion komme mit der Bevölkerung. Und das sind die Themen, dass man sich wirklich Gedanken machen muss, von Anfang bis Ende, wie schafft man es, dass die digitalen Leistungen zu der Bevölkerung, zu den Bürgerinnen und zu den Bürgern kommen. Und dazu gehört es aber auch, Best Practices zu adaptieren. Das ist aus der Trendstudie von Deloitte von diesem Jahr. Da muss ich jetzt ein bisschen spickeln, ich habe es mir aufgeschrieben. In New South Wales eine Unternehmensgründung in unter 10 Minuten, davor in 4 Wochen. In Rumänien eine Automatisierungsnutzung zur Bearbeitung von Anträgen für Selbstständige während Covid. 36 Sekunden anstatt 20 Minuten. US-Studierende Finanzhilfen für Studierende 10 Minuten Antragstellung statt 13 Stunden. US National Institute of Health Bewertung von Antragstellung statt 2 bis 3 Wochen in weniger als einem Tag. Estland ein proaktives System für Familienhilfen statt 2 Stunden Beantragung jetzt 30 Sekunden. Aber auch Services, die angenehmer, bestimmte Sachen angenehmer machen. Das fand ich sehr interessant. Auch in UK, der Service, eine Todesmeldung. Ich muss die Behörden nicht 44 Mal im Schnitt über den Tod eines Angehörigen informieren, sondern nur noch einmal. Das hat nicht unbedingt nur was mit Zeit, sondern das hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Und wir müssen immer den gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, wie viel Überwachung wollen wir haben, wie viel digitale Services wollen wir haben oder nicht haben. Das war das zweite Drittel. Wir sind gut in der Zeit. Wie schaffen wir das? Wir müssen die Organisation, die Mitarbeitenden mitnehmen. Und da müssen wir uns beispielsweise das Unternehmer- und Kulturmodell anschauen, das Eisbergmodell, wo wir sagen können, dass eigentlich die oberen 20%, die sichtbaren sind, das ist die Sachebene. Da geht es um objektive Themen. Und wir beschäftigen uns in Bezug auf organisationalen Wandel eigentlich eher mit den unteren 80%. Nämlich mit den ganzen Themen, die man möglicherweise nicht sieht, die aber genauso wichtig sind, die ganze Beziehungsebene auch. Also wir können dann sagen, warum die Projekte nicht funktionieren. Aber uns holt man dann meistens erst, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist. Aber wir helfen dann auch von der BFH. Wir haben beispielsweise einen Kulturkompass, den kann auch jeder selber für sich machen. Das ist, der Link ist hier auf der Seite drauf, wo man dann schauen kann, welche Organisationskultur herrscht eigentlich in meinem Unternehmen? Wie wird geführt? Wie wird entschieden? Welche Projekte kommen zustande? Wie innovativ sind wir? Kann man interaktiv Fragen stellen, finde ich sehr spannend, dass man einfach sieht, okay, wie sind wir denn aufgestellt? Persönlich, mir ein Anliegen, immer die Frage, wie kriegt man eigentlich Projekte zum Umsetzen? Es ist immer das Wollen, Können, Dürfen. Also, darf ich Projekte umsetzen? Habe ich die Kompetenz, das zu machen aus finanziellen Ressourcen beispielsweise? Kann ich die umsetzen? Fachliche Kompetenz. Und das Kritische, ihr denkt vielleicht an die Folie, wo vorhin persönlich stand, so die persönliche Ebene von Leuten, die darüber entscheiden, ob Projekte kommen oder nicht, wollen. Möchte ich überhaupt, das ist so der Showstopper, möchte ich überhaupt, dass bestimmte Projekte zustande kommen oder nicht? Wenn ihr dann entsprechend ein Projekt umsetzen möchtet, Dienstleistungen umsetzen möchtet, lohnt sich auf jeden Fall der Blick mal in Richtung Potter-Stufenmodell, wie man eigentlich den Wandel generieren kann. Man muss Dringlichkeit aufzeigen, man muss dann entsprechend eine Koalition der Willigen bilden. Jetzt haben wir das Wollen wieder.
dass man eigentlich sagen kann, okay, wir haben Leute, die diesen Change, die diese Veränderung möchten, eine Vision entwickeln und das dann umsetzen. Wie machen wir das jetzt im Bereich der Verwaltung? Könnt ihr euch noch daran erinnern an das Thema digitale Transformation, wie ich von der Schallplatte zu Spotify gekommen bin? Wir haben ein bisschen gebrainstormt zu Hause in Bolliger. Ich kann es noch nicht so aussprechen, in Bolliger. Ich arbeite dran. Haben wir gebrainstormt, was könnten wir da nehmen, was schön einleuchtend ist, wo eine digitale Transformation eigentlich was ganz anderes bedeuten würde als das Ausgangsprodukt und trotzdem ähnlich einzahlt. Ja, und da wir hier in der Schweiz sind, geht es natürlich ums Thema Wählen. Von der analogen Wahl, Briefwahl, also von der Urne zur Briefwahl, zu einem E-Voting. Jetzt eigentlich wahrscheinlich politisch umstrittenes Thema, dann zum E-Collecting. Das ist eine andere Form von Entscheidungsfindung, Anbahnung von Projekten ist. Es gibt Leute, die einfach lieber Schallplatte hören. Ne? Ist auch nichts Schlimmes dabei. Es gibt Leute, die sind Befürworter von den anderen Themen. Ich möchte es auch nicht weiter jetzt diskutieren, aber das kann durchaus sein, dass das ja ein Diskussionsthema wird. Wie entwickeln wir Produkte? Wir haben eigentlich nur drei Formen von möglichen Innovationen für Produkte. Wir verändern das komplette Produkt. Wir verändern den Prozess, wie man zu dem Produkt kommt. Oder das Konstrukt, die Governance, wie eigentlich dieses Produkt zustande kommt, wie es organisiert ist. Und im Rahmen dessen kann man sich überlegen, öffnet man diese Prozesse, um Produkte gemeinsam zu bauen? Früher war alles geschlossen, das ist in Unternehmen auch so. Das ist eigentlich jetzt so der Open Innovation Ansatz nach Jaspro, so 20 Jahre alt etwa. Und dann lief eine Produktentwicklung ganz normal seinen Gang und irgendwann hatte man eine Innovation. Das hat sich geändert natürlich durch die Digitalisierung und auch in der Digitalisierung. Zum Beispiel über Open Data anders Produkte generieren kann. Man lässt Leute Daten nutzen, die öffentlich sind. Auch möglicherweise Firmen, die dann entsprechend innovative Lösungen entwickeln. Man kann es aber auch anders machen. Man kann es eher so machen, dass man sagt, okay, wir haben keine Firma, die jetzt das Produkt entwickelt, sondern wir haben eine Firma, die schon mit einem entwickelten Produkt kommt. Oder, der Teil links unten ist jetzt eigentlich gerade gekommen, ganz unterschiedliche neue Formate, wie eben offene Innovation in die Verwaltung kommen kann. Sei es durch Fellowships, sehr tolles Programm in meinen Augen, was da beim Bund läuft. Sei es durch Hackathons, sei es durch klassische Partizipationsmöglichkeiten. Gut, Consulting ist meistens nicht so günstig, aber auch durch Beratung ist natürlich eine externe Perspektive, die dann entsprechend in die Produktentwicklung einfließt. Wir arbeiten dann sehr häufig mit Personas. Das wisst ihr, wir machen bestimmte Vorgaben. Wie sehen denn unsere Kundinnen und Kunden aus? Also wie sieht ein typischer Kunde, eine typische Kundin aus, die dieses Produkt kaufen kann? Wie sehen die Kanäle aus, über die ich Produkte vertreiben kann? Also kommen überhaupt alle Kundinnen und Kunden an den Schalter? Klassischerweise gefragt, was sind eure Touchpoints in der Verwaltung? Schalter. Es hat mehr. Wir hatten dann eine Stadtpräsidentin, die auch auf Instagram unterwegs war. Wir hatten eine Kommunikation, die sehr viel im Bereich Social Media unterwegs war. Wir haben Stadtmelder gehabt, wir haben E-Mails gehabt, wir haben eine Standardförderung gehabt, die zu den Leuten gegangen ist. Also es gibt x andere Formen von Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln. Und da macht man dann entsprechend einfach die Customer Journeys und überlegt sich, wo kommen die Leute mit diesen Produkten in Kontakt. Und das ist eigentlich auch genau das, wo wir vorhin gesagt haben, die Kommunikation stimmt nicht. Wo man sich in der Verwaltung überlegen muss, brauche ich denn ein Verwaltungsportal?
und das 2148 Mal? Oder macht es einfach Sinn, mehr Sinn, dass ich Leistungen über Google, über eine Suchmaschine finde? Das ist wahrscheinlich günstiger. Was nicht heißt, dass man nicht die gleiche Identifikation überall verwenden kann. Das ist dann wieder gut, wenn ich mich überall mit einer Identifikation identifizieren kann. Die Hackathons hatte ich vorhin schon angedeutet. Da kommen sogenannte Proof of Concepts meist zustande, also Machbarkeitsstudien innerhalb von häufig 36 Stunden entwickeln sehr häufig Studierende oder Startups mögliche neue Dienstleistungen für die Verwaltung beispielsweise. Die Hackathons, einer der größten Hackathons, auf denen ich war auch der StartHack in St. Gallen mit etwa 300, 400 Hackerinnen und Hackern, die an einem Wochenende wirklich verschiedene Lösungsansätze für das Thema Sperrgutmarken bei uns entwickelt haben. Waren gute Ansätze dabei. Die Entsorgung hat es dann aufgenommen und macht damit weiter. Ich finde aber auch links das Thema interessant, die Energy Hacks. Man kann also auch thematisch bestimmte Hackathons machen, dass man sagt, okay, wir schauen uns jetzt vor allem das Thema Energie an, dass da innovative Produkte, Visualisierungen entstehen können. Und natürlich gab es auch vom Bund, von der Bundeskanzlei 2024 einen GAF-Hack. Also man sieht, dass entsprechend auch die Hackathons mittlerweile in der Verwaltung angekommen sind. Das ganz große Risiko dabei ist, dass gute Lösungen entstehen, die dann nicht aufgegriffen werden. Deswegen heißt es frühzeitig auch, ihr erinnert euch links unten Personal, frühzeitig auch Fachabteilungen involvieren, die Leute mitnehmen, sagen, Mensch, habt ihr eine Challenge, die ihr auf so einen Hackathon mitnehmen könnt, dass einfach mal eine andere Perspektive, andere neue Denkansätze im Rahmen von einem Open Innovation Ansatz die Optimierung von den digitalen Leistungen machen können. Aber wir haben ja zum Glück das in gewisser Hinsicht aufgegriffen mit zum Beispiel den Pilotversuchen im Bundesgesetz zum Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, MBAG, mit öffentlichen Leistungen. Zusammenarbeit auf GitHub, partizipativen Workshops, Runden beim Thema EID, Co-Creation-Prozessen. Und das ist was, das ist eine neue Denkweise, glaube ich, die im Moment gerade auch in die Verwaltung Einzug hält, eine moderne Denkweise, die extrem gut ist und uns in der Qualität der Leistungen weiterbringt. Kommen wir zum Fazit. Was ist das Fazit? Wir stehen im Spalt zwischen Innovation und Kontinuität in der öffentlichen Verwaltung. Wir müssen sicherlich Investitionen schützen auch innerhalb der Verwaltung, dass man sich überlegt, wann kommt welche Innovation wo zum Tragen. Die einzelnen Themen orchestrieren, da haben wir aber auch mit beispielsweise der digitalen Verwaltung Schweiz eine gute Infrastruktur und eine gute Organisationsstruktur. Gemeinsame Dienste nutzen, vor allem bei den Basisdiensten, wie zum Beispiel eine ID. Das macht nicht Sinn, wenn jede der 2148 Gemeinden eine eigene ID baut. Das Wissen in der Verwaltung und auch den Diskurs in der Gesellschaft führen. Neue Technologien fördern, inhaltliche Zusammenarbeit machen, Skaleneffekte nutzen und damit auch den Fachkräftemangel adressieren. Abschließend die Takeaways. Bitte. Hier ist viel in Bewegung. Das hört sich jetzt manchmal kritisch an, wenn man bestimmte Sachen andiskutiert. Das ist gar nicht so gemeint. Also es ist wirklich viel in den Verwaltungen am Laufen. Ich kenne jetzt auch, ich war 10 Jahre in der Verwaltungspraxis, ich kenne sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Es geht nicht nur um IT und das nur in Anführungsstrichen. Es geht nicht nur um Technik. Es geht um digitale Lösungen, die genutzt werden. Es geht nicht nur um Digitalisierung, dass es digitalisiert ist, sondern auch, dass es gut gemacht ist, dass es genutzt wird. Es hilft mir nichts, wenn ich ein tolles Formular habe, das 3-mal runtergeladen wird, 2-mal abgebrochen wird und 1-mal ein Timeout ist und am Ende nutzt es keiner. Von den Kundinnen und Kunden her denken, die Co-Creation-Möglichkeiten nutzen, Hackathons, Partizipation nutzen. Dann, wir hatten heute Mittag darüber gesprochen, done is better than perfect, sag ich, du, haben wir auch oder habe ich auch in der Präsentation. Ja, dann hat man mal angefangen. Ne? Dann ist es vielleicht noch nicht die Behördenleistung, die jetzt schon zu 120% perfekt ist. Das ist immer so das Risiko in der Verwaltung.
aber dann ist es mal digitaler und vielleicht mal besser. Ne? Und auch, es geht darum, Kernservices zu digitalisieren. Also nicht jetzt das Formular mit den 3 Abrufen im Jahr, das ist nicht das erste Formular, das ich digitalisiere, ne? Sondern Steuern, Wohnsitzbescheinigung, Betreibungsregisterauszüge, das macht Masse. Ne? Vignette ist ja hervorragend, 10 Millionen Mal. Ne? Thema Konsolidierung kommt im nächsten Schritt, habe ich mir deswegen aufgeschrieben, weil wir immer versucht sind, eine möglichst gute Lösung zu finden, die gleich in allen 26 Kantonen funktioniert. Ne? Ja, dann haben wir halt vielleicht eine, die mal in dem einen funktioniert und eine zweite, die im zweiten funktioniert. Und im nächsten Schritt kann man dann sich überlegen, wie man die zusammenbringt. Ne? Und es geht darum, wir sind im ständigen Wandel. Also wir machen jetzt nicht die Services für die nächsten 100 Jahre. Ne? Also es ist eine ständige Beta, würde man im Web 2.0 sagen. Ne? Also wir entwickeln immer weiter. Und das sind die Takeaways, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Christian. Das war super spannend, inspirierend. Ich habe mir selber ganz viele Notizen gemacht. Du hast einen schönen Strauß der ganzen Digitalisierung in der Schweiz zusammengetragen aus unterschiedlichen Perspektiven, plus noch die persönliche Note. Das ist hervorragend gekommen. Und es ist eben wirklich eigentlich perfect, nicht nur dann, sondern wirklich perfect. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit vor dem Apero natürlich, dass wir Fragen oder auch Statements entgegennehmen. Wir haben ja verschiedene Players aus dem öffentlichen Sektor hier vor Ort. Bund, Kantone, Städte. Genau, von dem her fühlt euch frei, eure Gedanken zu teilen. Ich springe dann rum mit dem Mikrofon, dann ist dann Helen, kann dann überwachen, wenn wir eine Hand verpassen würden. Aber genau, gibt es gerade so erste Äußerungen? Erich, wer bist du? Ja, herzlichen Dank, Herr Geiger, für die tolle Ausführungen. Mein Name ist Erich Hofer, ich bin Leiter Digital Management der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern. Gut, also herzlichen Dank für die Ausführungen. Vieles ist mir klar, würde ich auch unterschreiben damit. Also voll ins Schwarze getroffen, herzlichen Dank. Vielleicht ein kleines Feedback, was mir jetzt fehlt in diesem Vortrag, sind die öffentliche Verwaltung basiert auf Grundlagen, auf den gesetzlichen Grundlagen. Und ich glaube, unser Problem oder unsere aktuelle Herausforderung sind eigentlich diese Gesetzeskonstrukte, die natürlich auch in der Schweiz eine große Tradition pflegen, diese weiterzuentwickeln, damit wir eben diese Technologien, die heute verfügbar sind, auch legal eingesetzt werden können. Sei es BIM, sei es, die Liste ist extrem lang. Und der Wille ist da, das Geld daher nicht, aber da gibt es Lösungen. Aber immer wieder werde ich gebremst oder sogar gestoppt, weil wir müssen zuerst die gesetzlichen Grundlagen entsprechend anpassen. E-Signatur, also da läuft es mir jetzt kalt den Rücken runter. Und das wäre noch so ein kleiner Input von mir, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen thematisiert und beleuchtet und vielleicht auch die Juristen ein bisschen abholt. Danke. Du möchtest mehr Gesetze, habe ich das richtig verstanden? Ne? Ich glaube, also für die, die jetzt nicht direkt im öffentlichen Sektor sind, ich habe versucht, das so ein bisschen aufzugreifen am Anfang mit den Unternehmen, ne? Weil die machen es einfach so lang, bis es jemand verbietet. Ne? Und im öffentlichen Sektor muss man erstmal eigentlich das Okay bekommen, die Gesetzesgrundlage haben, dass man es machen darf. Ne? Also es ist eine umgekehrte Logik. Und das ist natürlich eine extrem große Herausforderung. Ich glaube, beispielsweise im Kanton Bern, im Kanton St. Gallen, ist man auch langsam mit den E-Government-Gesetzen gekommen. Für die klassischen Behördenleistungen mit einem MBAG kommt man. Ich glaube, jetzt muss man einfach die entsprechenden auch Fachgesetze entsprechend nachführen. Also eines der ersten Fachgesetze, da habe ich ganz frisch in St. Gallen angefangen, war das Thema Geoinformationsgesetz als Spezialgesetz, wo wirklich dann auch reingeschrieben wurde, das Thema Geoinformation, es soll eine kantonale Stelle geschaffen werden, die Geodaten sind als Open Data verfügbar, wo man wirklich dann aus fachlicher Perspektive das Thema beleuchtet hat. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass das einfach nach und nach gemacht wird. Das ist eine gewisse Fleißarbeit. Ich glaube,
Da ist dann manchmal die Ungeduld größer, obwohl dann eigentlich dieser Pflichtteil noch gemacht werden muss. Aber es ist sicherlich ganz wichtig, genauso auch wie bei uns, die an der BFH entsprechend die Juristinnen und Juristen am IPST, die dann sehr stark auf das Thema vor allem Beschaffung fokussieren, wo aber sicher auch IPR-Themen, wo auch Datenschutzthemen mit drin sind. Ich habe auch nicht mit drin gehabt, das ganze Thema digitale Ethik habe ich auch nur ganz leicht gestriffen mit dem Bild aus China, mit dem Social Credit System. Aber die Digitalisierung ist so vielschichtig auch, glaube ich, dass wir wirklich schauen müssen, wie kriegen wir da das Gesamtbild visualisiert, aber wie schaffen wir es trotzdem dann deswegen nicht aus Ehrfurcht zu erstarren, sondern weiterzugehen und entsprechende Lösungen einzusetzen. Aber ja, das ist korrekt, danke. Vielen Dank. Also es gibt ja auch die DVB, das Digitale Verwaltung Bern Gesetz. Also wir bieten sonst vom IPS ja auch an, dass wir da mal ein rechtliches Review machen, ob da wirklich für alles jeden Klick ein Gesetz braucht, aber das können wir nachher in der Pause noch diskutieren. Gibt es weitere Fragen, Kommentare zu den Themen rund um künstliche Intelligenz oder ist das die Lösung für alle Probleme, Christian? Ja. Das ist kurz und knapp. Niemals geschlossene Fragen. Ne? Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, das ist ein Thema, das entsprechend die Verwaltungen in den nächsten Jahren auf Trab halten wird. Ne? Ich glaube auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen der Vorgänger, die RPA, die Automatisierung, ist etwas, was auch noch zu wenig genutzt wird, ne, was punktuell genutzt wird. Wir merken es, wenn ich jetzt mal den öffentlichen Bereich noch weiter fasse, auch als Hochschule natürlich, wie künstliche Intelligenz Einzug hält bei der Leistungserstellung. Ne? Nicht bei uns, aber an manchen anderen Stellen. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir mit sowas umgehen. Und ich meine, wenn ich jetzt im öffentlichen Sektor arbeite und mal schnell eine Agenda brauche oder schnell etwas übersetzt brauche oder sage, bitte formuliere mir doch diesen Brief um, dann kann ich das natürlich machen. Ne? Ich sollte aber dann schauen, wie sieht das mit dem Thema Datenschutz aus? Ich sollte schauen, wo landen die Daten, in welchem Sprachmodell werden die genutzt? Das sind, glaube ich, alles Themen. Und da habe ich ja auch schon einen kurzen Verweis auf den Marcel Gigli, den Kollegen, gemacht, dass er sich eben damit auch auseinandersetzt. Ich habe auch eine Arbeit im Moment gerade, eine studentische Arbeit ja, zu dem Thema, wo man schaut, okay, was sind eigentlich die potenziellen Anwendungsfälle im öffentlichen Sektor? Dann muss man aber eigentlich nochmal, wie gesagt, dieses Gegenklopfen, ist das so überhaupt möglich oder ist es nicht möglich? Ne? Das fängt schon bei Übersetzungsleistungen an. Ne? Wie schnell sind da mal irgendwelche kritischen Daten verloren? Sehr gut. Also übersetzen wir einfach nichts Vertrauliches momentan noch. Weitere Punkte? Ja, okay. André. Ja, danke. Vielen Dank für dein... Bitte? Ah, okay, ja, André Gorier, Swiss Data Alliance, das angesprochen. Vielen Dank für das super Referat, war wirklich sehr inspirierend. Am besten haben mir natürlich die Folien gefallen, wo du gezeigt hast, was passieren würde, wenn Uber oder Tesla oder Amazon, das kann man auch umkehren, oder? Also das wäre noch im nächsten Vortrag, müsste vielleicht zeigen, was wäre, oder wenn die Stadt St. Gallen Taxidienste anbieten würde. Das mache ich, oder wenn ich emeritiert werde. Wenn der Kanton Bern Bücher ausliefern würde. Aber ich denke, quasi es gibt gute Gründe, dass der Staat gewisse Sachen macht und dass die Privatwirtschaft gewisse Sachen macht. Oder? Aber dann gibt es einen ganzen Bereich, oder, wo ich glaube, es immer dringender wird, dass Staat und Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, gerade im Bereich der Digitalisierung. Magst du jetzt was dazu noch sagen? Ja, also beim Thema Uber muss ich unweigerlich an eine Konferenz denken, auf der ich 2019 in Kiew war. Das war ein Hackathon, wo die Stadt Kiew die Daten, die Mobilitätsdaten bereitgestellt hat, dass ein solcher Hackathon schauen kann, wo würden denn gute Buslinien in der Stadt fahren können.
Und da habe ich natürlich wirklich dieses schon angetönte Gewinnmaximierung versus Public Value Thema, weil ich auf der einen Seite eine Stadt habe, die vielleicht keine Finanzierung von öffentlichen Buslinien machen kann, auf der anderen Seite einen Investor habe in dem Fall, der das machen kann, der sich dann aber die Rosinen so rauspickt, dass nur die stark frequentierten Linien bedient werden. Das heißt also, alle, so wie so ein Bussystem, ein Liniensystem, wie ich es hier in der Schweiz kenne, wo einfach überall ein Bus hinfährt und die gut frequentieren, ja, die subventionieren irgendwie die nicht so gut frequentierten mit, ne? Das würde da nicht funktionieren, ne? Weil da dann entsprechend einfach nur die stark frequentierten durch einen privaten Investor genutzt werden würden. Das war jetzt das Beispiel mit den Daten. Wir haben aber natürlich auch dieses generelle Thema Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor und privaten. Also gerade wenn wir uns die ganzen Smart City Themen anschauen, wenn wir uns Netzthemen anschauen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie kann man da zusammenarbeiten. Ich glaube auch, dass bestimmtes Wissen, bestimmtes Know-how mittlerweile so spezifisch ist, dass das ein Staat gar nicht mehr selber alles aufbauen kann, dass er sich Gedanken machen muss, wo kann ich Know-how praktisch in den Staat hineinholen, ohne gleich eine Dienstabteilung mit 50 Leuten aufzubauen, ne? Und das ist die Herausforderung in Zukunft, glaube ich, dass man sich wirklich überlegt, wie komme ich zur Fachexpertise. Also ich habe beispielsweise, was sich auch sehr stark gewandelt hat durch die Digitalisierung, ist das ganze Thema Bildungsbereich, ne? Das war früher ganz klassisch, da hatte ich eine Schule im Dorf, ne, oder im Ort, da bin ich unterrichtet worden, habe meine Bücher gehabt, ne. Ich habe mittlerweile einfach hunderte von Playern, die Kinder, Jugendliche beschulen. Ich weiß aus der St. Galler Zeit noch, das war so der Horror für die Schulleiter, dass sich praktisch die Kinder, Jugendlichen illegal in ihrer Freizeit irgendwie Wissen aneignen, ne, wo man dann keine Hand drauf hat, ne? Und das fördert dann die Ungleichheit auch innerhalb einer Klasse. Aber natürlich muss ich trotzdem auch als Lehrer dann wissen, wo kriege ich dann welches Wissen her, welche Methodik, welche Instrumente kann ich wie einsetzen, damit ich gute Ergebnisse habe, ne? Also weil sonst werden wir links rechts überholt, ne? Und ich habe mittlerweile auch gute Bildungs-Apps, die ich mir einfach so in einem Apple Store runterladen kann. Spannendes Thema, Bildungsinformatik, auch eines unserer Lieblingsthemen am IPST. Wir nehmen noch eine letzte Frage, ein letztes Votum entgegen und dann können wir etwas noch den Abend ausklingen lassen. Wir hatten jetzt Kanton, Zivilgesellschaft, wenn ich das so sagen kann, oder vielleicht noch jemand von Bund, ist jemand vom Bund, ist ja noch da. Möchtest du noch was sagen? Ja, genau. Also, ja, da merkt man, dass wir zusammenarbeiten. Genau, danke. Also ich habe gesehen, auch EasyGov du hast es nicht genannt, aber ich habe es natürlich gesehen, das Logo von EasyGov. Ich bin zuständig für das Unternehmerportal EasyGov. Das ist das zentrale One-Stop-Shop eigentlich des Bundes für die Unternehmen, Transaktionsportal. Und das ist ein MVP. Es ist nicht perfekt eben, aber wir haben ja schon mal etwas gemacht und kann mich erinnern, best mal machen. Nicht perfekt sein wollen, aber das ist eben das Spannungsfeld, eben wie viel Risiko kann ich da eingehen als öffentliche Verwaltung mit öffentlichen Geldern? Darf ich scheitern? Da braucht es eben grundsätzlich mehr Mut in der Verwaltung, denke ich. Ja, ich glaube, also es ist ganz vollkommen richtig, was du sagst. Ich glaube, da gehört aber nicht nur in der Verwaltung der Mut dazu, sondern da steht dann meistens auch noch irgendein Politiker oder eine Politikerin dahinter, ne? Und da gehört dann der Mut dazu, zu sagen, ja, wir haben das einfach ausprobiert, ne? und haben mal geschaut, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ich hatte in St. Gallen Glück, dass ich zum Beispiel einen Stadtpräsidenten hatte, der bei einem Projekt, das war so ein Pop-up-Store, den wir mitten in der Innenstadt gemacht haben zum Thema Digitalisierung, gesagt hat, wir probieren es aus, wir wissen nicht, wie viele Leute kommen, wir wissen nicht, ob er Anklang bei den Unternehmen findet. Wir machen das auf 3 Monate, begrenzte Zeit. Und das war für mich sehr interessant, dass da dann aber auch das ganze Stadtratsgremium gesagt hat, ja, können wir unterstützen. Das ist für uns auch ein Zeichen von einer modernen, innovativen Stadt. Ja. Ich finde das ein super spannendes Thema, vielleicht auch so ausblickend. Ich habe von Sirian Haddad vom Kanton Aargau gesehen, der hat eine Fuck-Up-Night gemacht kürzlich.
wo er gezeigt hat, was alles schiefgelaufen ist an Projekten in seiner Verwaltung. Das muss ich mal noch genauer analysieren. Genau, also von dem her ziemlich mutig. Und das ja, denke ich, ist auch super, dass wir das in der Forschung, sage ich mal, das testen können. Das ist ja auch unser Ziel, dass wir da in der Hochschule entsprechend experimentieren können, sie euch unterstützen können im öffentlichen Sektor. Das ist unsere Mission. Ihr habt es gesehen, auf dem Tisch liegen noch Broschüren. Insbesondere kann ich die Seite, was war es? Seite, die gibt es auch digital. Ja, aber die ist gedruckt. Gedruckt ist auch manchmal schön. Seite 28, 29 kann ich empfehlen. Da ist nochmal die Essenz von Christians Message, organisationaler Wandel, enthalten. Und wir haben noch 26 weitere Forschungsthemen, die wir uns, mit denen wir uns am IPSD beschäftigen. Wir haben verschiedene Veranstaltungen. Helen Alt an dieser Stelle, ganz herzlichen Dank fürs Organisieren dieser tollen Abendveranstaltung. Aber wir haben schon bald die nächsten Events. Also von dem her, schaut euch an unsere Website. Vielen Dank nochmal, Christian, für deinen sehr spannenden Input, die spannende Diskussion. Und jetzt, wie gesagt, können wir uns noch ein bisschen entspannen und noch ganz informelle Gespräche über die nächsten erfolgreichen oder vielleicht auch nicht so erfolgreichen Digitalisierungsprojekte der Verwaltung unterhalten. Besten Dank und dann genießt noch den Abend, kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Ja. Besten Dank.